Herzlich willkommen zur letzten Session heute hier auf Bühne 3 am dritten Tag der Foskes 2021. Wir starten jetzt mal rein in Basiskarten, in Stile. Wir haben zwei Vorträge für euch in petto und starten jetzt mit dem ersten. Christian Fremd und Hannes Blitzer werden uns was erzählen, wie sie in Stuttgart die Basiskarten neu aufbereitet haben oder die Stile dafür neu aufbereitet haben. Es wird ein bisschen darum gehen, was für Probleme es mit amtlichen Daten gab, was für Vorteile OSM doch manchmal auch bieten kann und generell, wie die vorgegangen wurde, was entschieden wurde. Ich bin sehr gespannt. Geht um, ich glaube, 60 Kartenlayer habe ich irgendwo gelesen. Das könnte ganz schön komplex werden. Christian Fremd kommt vom Stadtmessungsamt Stuttgart, macht dort unter anderem die Stadtplankartografie. Hannes Blitzer sitzt in Bonn bei Terrestris und Ben Gottlos Geograf. Also zwei kompetente Menschen, die uns jetzt gleich erzählen werden, wie sie vorgegangen sind. Viel Spaß mit dem ersten Vortrag. Herzlich willkommen zu unserem Vortrag, der Weg zur modernen Basiskarte, Potenziale und Herausforderungen von Kartografie und Datengrundlage. Mein Name ist Hannes Blitzer. Mir zugeschaltet ist Herr Christian Fremd vom Stadtmessungsamt Stuttgart. Was erwartet Sie in diesem Vortrag? Wir wollen in den kommenden 20 Minuten einige Erfahrungen aus einem gemeinsamen Projekt teilen, an dessen Ende eine neue Basiskarte entstanden ist, beziehungsweise noch in Entstehung ist. Hierzu gehen wir zunächst auf die Anforderungen an Basiskarten im Allgemeinen ein und auf die projektspezifischen Anforderungen des Stadtmessungsamts Stuttgarts für ein neues Geoportal. Anschließend wird kurz der technische Workflow erläutert und dann auf die Anforderungen an die Ausgangsdaten eingegangen. Anhand von konkreten Beispielen wollen wir dann einige Herausforderungen, aber auch Lösungen der kartografischen Umsetzung aufzeigen und auch diskutieren. Und bevor wir dann mit einem Fazit enden, gehen wir noch auf einige Potenziale ein, die zukünftig in diesem Themenfeld Open Source Base Maps von Bedeutung sein können. Ja, kurz zu Terrestris. Wir sind eine Open Source GIS-Firma aus Bonn, aktiv seit 2002 und bieten maßgeschneiderte Lösungen für WebGIS und Geodateninfrastrukturen an. Wir sind in mehreren Open Source Projekten aktiv und benutzen die Tools dann auch in verschiedenen Kundenprojekten, bieten von Support und Schulung, Beratung, Konzeption, und nach der Implementierung auch professionelle Wartung an. Unter anderem tun wir dies für GeoServer, OpenLayers, MapProxy, ReactGeo, QGIS und Shogun und auch GDAL und weitere Tools, die hier nicht aufgeführt wurden. Und freuen uns aber auch immer über kartografische Projekte. Kurz zu mir. Ich habe in Marburg und Bonn studiert, bin seit einigen Jahren bei Terrestris und verfolge die Foskes schon seit einigen Jahren passiv als Zuschauer. Ich bin aktiv im Bereich Frontend Web Development, mache auch Schulungen und Workshops und bin spätestens in meiner Masterarbeit auf das Thema OSM gekommen. Da habe ich im OSM-Daten gemixt, fusioniert mit Modellierungsdaten und amtlichen Open-Data-Daten und zusammen in ein Radverkehrsmodell gepackt. Hallo zusammen, mein Name ist Christian Fremd. Ich habe in Dresden Kartografie studiert und habe dann über Patagonien und Neuseeland den Weg zum Stadtmessungsamt Stuttgart gefunden und bin seit einem Dreivierteljahr beim Stadtmessungsamt Stuttgart beschäftigt, kümmere mich um die Stadtplankartografie und auch um GIS-Analysen für interne Kunden und auch Nutzer, die auf die Daten der Stadt zugreifen möchten. Jetzt gerade im Hinblick auf die Basemaps im Internet, da steht ein größerer Wechsel an. Das Geoportal wird auf ein neues Framework gesetzt und bekommt ein neues Erscheinungsbild. Und in dem Zug soll auch die Hintergrundkarte erneuert werden. Das ist ein maßstabsübergreifendes Kartenwerk, das zum einen als Orientierungshilfe bei der Adresssuche verwendet werden soll, aber auch als Referenzkarte und Hintergrundkarte für thematische Inhalte verwendet werden können soll. Dadurch soll die Karte relativ unaufdringlich zunächst mal erscheinen und soll auch ein relativ modernes Erscheinungsbild mit sich bringen, damit sie zu dem neuen Framework vom Geoportal passt und soll von der Farbauswahl und vom Kontrast her noch Luft lassen, um thematische Inhalte, wie wir es im Moment gerade sehen, das sind jetzt Wahlbezirke in Stuttgart, die sollen gut sich von der Karte unterscheiden.
Wir haben aber auch noch andere thematische Inhalte, hier zum Beispiel eine Lärmkartierung. Und man soll eben den Unterschied zwischen Hintergrundkarte und thematischem Inhalt gut erkennen können. Die ganze Anwendung steht sowohl für Bürger als auch für Fachanwender zur Verfügung, beziehungsweise wir müssen bei den Anwendungsfällen auch ein Stück weit bei der Ausgestaltung darauf achten, dass wir beiden Lagern gerecht werden. Die Basemap Lite wird später im städtischen Geoportal verwendet werden, kann aber genauso gut über die bekannten OGC-Dienste in anderen GIS-Systemen verwendet werden. Wenn man nach dem Thema Basemaps im Programm der letzten FOSGIS-Konferenzen bzw. Phosphor-G sucht, finden sich eine ganze Reihe Vorträge, die mit einem eher technischen Fokus auf das Thema schauen. Hier öfters aufgeführt ist das Thema Vektorteils, das auch auf dieser Konferenz wieder thematisiert wird. Zudem gibt es einige interessante und aufschlussreiche Vorträge über das Zusammenspiel zwischen OSM und öffentlicher Verwaltung oder auch über neue Ansätze für eine bessere bzw. exaktere Kartografie im OSM-Stil, wie jeder Vortrag von Christoph Hormann. Die Liste hat natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da kommt ständig was hinzu und wir haben sicherlich was übersehen, soll nur ungefähr aufzeigen, wo wir anknüpfen mit unserem Vortrag und das Thema etwas einordnen. Stuttgart ist natürlich nicht die erste Stadt, die sich Gedanken über eine moderne Basiskarte gemacht hat. Wir wollen ja auf vier inspirierende Kartenwerke hinweisen, die es sich auf jeden Fall lohnt, genauer anzuschauen. Auf der linken Seite gerade ein Ausschnitt der Warnemündung bei Rostock. Hier sehen Sie die offene Regionalkarte der Landkreise und kreisfreien Städte Mecklenburg-Vorpommerns, OKMV. Wahrscheinlich bei vielen Leuten bekannt. Wir finden es ein sehr gelungenes Kartenbild. Hier wurden OSM mit Katasterdaten kombiniert. In der Bielefeld-Karte kamen ebenfalls amtliche und OSM-Daten zum Einsatz, von der Farbwahl her etwas dezenter. Zudem gibt es noch eine Light-Version und ebenfalls wie bei OKMV auch eine Graustufen-Version. Und technisch kam bei beiden Beispielen Kato-CSS-Stile und der Map-Server zum Einsatz. Des Weiteren haben wir uns umgeschaut und gesehen, dass in München ein ähnliches Projekt umgesetzt wurde mit der digitalen Stadtkarte München. Auch ein sehr modernes Kartenbild, wie wir finden. Auf der rechten Seite die Topless Open Map des BKGs. Und hier in Rapperswil würden wir jetzt gerne sein. Wir sind allerdings in Bonn und in Stuttgart zurzeit. Vielleicht klappt es ja nächstes Jahr wieder. Und das ist auch ein sehr beeindruckendes Kartenwerk, wie wir finden, mit weltweiten Extent. Und ich zoome gerade mal auf eine Ländergrenze zwischen Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Genau, im Westen Rheinland-Pfalz, hier im Osten bei Mannheim, Baden-Württemberg. Auf der einen Seite sind die amtlichen Daten bereits geöffnet, da Open Data Lizenzen, und auf der östlichen Seite noch nicht. Und man sieht, dass halt diese Stilregeln der Karte es schaffen, dass ein einheitliches Kartenbild entsteht. Und wer sich die Datenquellen anschaut, sieht, dass noch sehr viel weitere Daten verwendet worden. Wenn man sich diese Projekte anschaut, natürlich habe ich jetzt hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit, es gibt sicherlich noch weitere, stellt man fest, dass unterschiedliche technische Herangehensweisen gewählt wurden, natürlich immer ausgehend davon, was bereits für eine Geodateninfrastruktur bei den jeweiligen Kartenherstellern zugrunde gelegt wurde. Im Stadtmessungsamt Stuttgart werden die Geodaten für die Basiskarten in verschiedenen Geopackages organisiert. Als Geodatenserver ist jetzt seit einiger Zeit oder sind einige Instanzen des Geoservers im Einsatz dockerisiert. Das heißt, man kann sie schnell und einfach hoch und runter fahren, beispielsweise bei Updates auf neue Versionen. Hier waren bereits einige, also in den Geoserver-Instanzen waren bereits einige Fachthemen veröffentlicht für das neue Geoportal und dementsprechend sollte auch diese Geo-Server-Instanzen auch für die Basiskarte genutzt werden und darüber sollte dann die Dienste publiziert werden. Zu diesen bereits eher etablierten Tools bzw. Standards kam ein relativ neues, und zwar sich das zunehmend etablierte Tool GeoStyler oder Projekt GeoStyler. Da gibt es auch seit einigen Jahren Vorträge auf der FOSGIS, sowie dieses Jahr auch. Ja, Sie sehen hier als Datenquelle die Geo-Packages. Es sind verschiedene. In einem für die Basiskarte sind beispielsweise 60 Layer enthalten. Das Ganze wird als Data Store im Geoserver angelegt. Und
Genau, auf der rechten Seite sehen Sie den Workflow für die Styles. Das heißt, wir haben teilweise mit der GeoStyler-UI, allerdings bei einigen Stilen auch anfänglich in QGIS, die Stilregeln definiert und dann konvertiert in SLD. Das heißt, wir haben dieses XML-maschinenlesbare Format nicht unbedingt von Hand geschrieben, in einigen Fällen natürlich ausgebessert oder noch Sachen hinzugefügt von Hand. Und das Ganze haben wir mit einem sehr nützlichen Tool, das im Umfeld vom Stadtmessungsamt entstanden ist, namens Geosynchronizer, in den Geoserver hochgeladen. Und letztendlich macht das Tool es sehr einfach, eine große Anzahl von Layer, große Anzahl von Stilen zu erstellen, zuzuweisen und dann im Geoserver zu registrieren. Dadurch, dass natürlich verschiedene Instanzen, Test, Dev, Prod und so weiter vom Geoserver im Betrieb sind, ist es sehr hilfreich, dass man mit einem Klick 60 bis 100 Layer anlegen kann und Stile zuweisen kann. Am Ende werden Gruppenlayer definiert und OGC-konforme Dienste ausgegeben. Die Anforderungen aus kartografischer Sicht an die Basemap Light sind in einige Punkte aufzuteilen. In den Übersichtsmaßstäben möchten wir zunächst die topografischen Zusammenhänge darstellen und in recht einfacher Form einen Eindruck der Bebauungsstruktur dem Nutzer vermitteln. In den großen Maßstäben hingegen streben wir eine lagetreue Darstellung an, zum Beispiel die Einzelgebäude oder auch die Flurstücksgrenzen aus dem Liegenschaftskataster sollen immer noch kombinierbar sein mit den Vermessungspunkten, die Kollegen in der Vermessungsabteilung zum Beispiel aufnehmen und verwalten. Die Daten, die der Karte zugrunde liegen, werden einmal wöchentlich aktualisiert. Bei der Auswahl der Daten stehen uns drei große Quellen zur Verfügung. Wir haben zunächst mal bei uns im Haus geguckt, was die ALCIS-Daten hergeben, haben dann mit ATGIS-Daten aus der Landesverwaltung den Topf weiter gefüllt und haben zu guter Letzt auch aus OpenStreetMap-Daten übernommen. Das Straßennetz war bei den öffentlich-amtlichen Daten leider nicht für unsere Zwecke so gut verwendbar. Die OSM-Straßen haben einfach in der Breite und in der Tiefe so viele Möglichkeiten, dass wir damit am besten arbeiten konnten. Genau, und aus diesen Datenfusion oder Mix der Daten ergeben sich natürlich Herausforderungen für eine gelungene oder einheitliche Topologie und auch für das Labeling. Da werden wir jetzt in den nächsten Folien drauf eingehen und fangen an mit einigen Kartenbeispielen. Sie sehen links die Basemap Light Stuttgart. Wie gesagt, noch Work in Progress, noch nicht ganz fertig. Wollen Sie trotzdem schon mal vorstellen. Und rechts als Vergleich den OSM Kartostil. Wir fangen mal an bei einem Beispiel an einem etwas außerhalb von Stuttgart, einem Autobahnkreuz, Autobahnausfahrt. Und hier lässt sich sehr schön erkennen, dass natürlich die Straßen, die Topologie im Straßennetz sehr herausfordernd ist. Da hat OSM verschiedene Attribute, also letztendlich Level-Attribute, die man beachten muss. Die wurden da zur Hilfe genommen, um untereinander quasi das Straßennetz richtig anzuordnen. Hier haben wir ein Beispiel von der Innenstadt in Stuttgart am Schlossplatz. Steht das Kunstmuseum und wir haben das Straßennetz einfach komplett unter die Ebene mit den Gebäuden gelegt, um so eine realistischere Darstellung zu gewährleisten. Hier sehen wir nochmal die Karte im Überblick und zoomen jetzt langsam in den Stadtteil Stuttgart-Münster rein, um einfach einen Eindruck zu vermitteln,
wie die Daten gefiltert sind und wie dann je nach Zoom-Stufe mehr Daten und Informationen dargestellt und präsentiert werden. Hier sind wir in der Uhlandshöhe, ein Stadtteil östlich vom Zentrum von Stuttgart. Und hier sei nochmal auf die Straßenlabels hingewiesen, Wagenburgstraße. Ursprünglich war es so, dass dadurch, dass die Geometrie der Straße einzelne Stücke sind, einzelne Segmente, dass das Label auch öfters auftaucht. Da gibt es einige Tricks dafür, dass man dann nur einmal ein Label anzeigt, dass es nicht allzu oft zur Wiederholung kommt. Das war auch wichtig, da wir auf der Basemap Lite nicht allzu viele Labels haben wollten. Und wir haben jetzt einfach mal einen Dummy Layer, das sind OpenStreetMap Buslinien, klassifiziert nach der jeweiligen Nummer, übergeblendet, der etwas knalligere, leuchtendere Farben hat, um zu zeigen, wie sich quasi Fachdaten, in dem Fall dann die Buslinien, von der Basiskarte abheben. Einige SLD-Snippets zum Labeling. Man hat die Möglichkeit, mit Hilfe von OGC-Functions beispielsweise die Größe der Label, der Textlabels, abhängig vom Scale zu machen. Mit einigen weiteren Vendor-Options hat man die Möglichkeit, Straßenlabels so zu formen oder zu platzieren, dass sie sich anhand der Linie orientieren. Man hat Einfluss darauf, wie viele Labels eingeblendet werden sollen, wie oft die sich wiederholen und auch wie groß der Versatz maximal sein darf. Des Weiteren haben wir uns einigen SLD-Geometry-Functions bedient, um beispielsweise Labels von größeren Polygonen exakter zu positionieren. Ja, wie eben in den Beispielen gesehen, ist es sehr herausfordernd, die korrekte Darstellung im Straßennetz zu bekommen. Besonders dort, wo unterschiedliche Straßentypen aufeinandertreffen und sich kreuzen. Hier ein Beispiel aus der offiziellen GeoServer-SLD-Dokumentation. Seit 2.8 ist es möglich, die Reihenfolge, in der die Features gerendert werden, mit Vendor-Options layerübergreifend zu steuern. Das ist dort auch sehr gut dokumentiert. Zwischenzeitlich gab es einen kleinen Bug, der aber seit der Version oder in der Version 2.20 wieder gefixt wurde. Im Zuge des Projektes haben wir uns überlegt, was es noch für Potenziale gibt, welche Techniken man noch verbessern könnte, welche man noch ausschöpfen könnte. Natürlich zunächst das Thema Vektortiles. Die Vorteile sind wahrscheinlich allen hier im Raum bekannt. Gerade für das Styling von Textlabeln gibt es mit Hilfe von Vektortiles noch großes Potenzial, das gesamte Bild der Basiskarte zu verbessern. Ich denke gerade daran, wenn man die Karte dreht, dass sich das Schriftbild, dass die Labels quasi nicht mitdrehen und somit ein sehr schöner Effekt erzeugt wird. In Stuttgart ist das auch angedacht. In welcher genauen Form, sprich mit welchem Teilserver und welchen Tools außenrum, wird sich denn in der nächsten Zeit klären. Der bereits angesprochene Geostyler bringt das Potenzial mit sich, die in diesem Projekt erstellten Stildefinitionen in andere Formate zu konvertieren. Natürlich wird hier noch etwas Arbeit für die jeweiligen Stilparser benötigt. Gerade für den Mapfile-Parser passiert da momentan recht viel. Ja, es gibt sozusagen mit dem Geostyler das Potenzial, die Grenzen zwischen den unterschiedlichen Stilformaten zu überwinden und im weiteren Sinne auch so die beiden Welten Offline und Online GIS weiter zu verbinden. Nochmal kurz zum Geosynchronizer. Ein wichtiges Werkzeug, das als Eigenentwicklung entstanden ist, um die Daten und Stile in den einzelnen Instanzen des Geoservers zu verwalten und zu aktualisieren. Also ohne das Werkzeug kämen wir so nicht mehr durch den Tag. Abschließend lassen sich die folgenden Punkte festhalten. Zunächst, dass das Zusammenspiel zwischen etablierten und auch neuen Tools und OGC-Standards der Open-Source-GIS-Welt fast immer reibungslos funktioniert. Natürlich gibt es hier und da ein paar Hürden, die aber in diesem Fall dank der hilfreichen und sehr schnell antwortenden Open-Source-Community schnell überwunden werden können. Die Möglichkeiten, die OpenStreetMap-Daten mit dem Lizenzmodell Open Database License bieten, haben es erst wirklich möglich gemacht, die Karte so aufzubauen, wie sie jetzt auch aussieht. Dieser Aspekt Fair Use ist zu berücksichtigen und sollte berücksichtigt werden, aber dann hat man wirklich viele Möglichkeiten, die Daten zu nutzen. Ich bin vorher schon kurz drauf eingegangen, wie viel Attribute das Straßennetz zum Beispiel bietet. Wir konnten dadurch sehr flexibel die Elemente auswählen, die wir im jeweiligen Maßstab darstellen wollten.
die größte Herausforderung war eigentlich die Darstellung über die verschiedenen Maßstabsstufen hinweg so zu lösen, damit nahezu kein Übergang erkennbar ist und auch beim Wechsel zu einem anderen Grundlagendatensatz der Nutzer wenig davon mitbekommt. Ja, und wenn Sie sich fragen, wie übertragbar das Ganze ist, das ganze Vorhaben, ja, es ist übertragbar. Also OSM-Daten gibt es, wie jeder weiß, überall. Und genau, der Prozess von Open Data, dass die amtlichen Daten veröffentlicht werden oder unter Open Data Lizenzen kommen, ist ja auch auf dem Vordermarsch. Und ja, so bleibt es uns zu danken. Und wenn Sie Fragen dazu haben oder Interesse an dem Workflow, dann melden Sie sich gerne bei uns. Und wir bedanken uns für das Interesse. Vielen Dank. Herzlichen Dank und bis bald. Herzlichen Dank, Herr Fremd, Herr Blitzer, für diesen tollen Vortrag. Das war spannend, mal wieder zu hören, wie ja auch OSM einen Mehrwert in der Verwaltung bietet und schöne Basiskarten hervorruft. Wir haben eine Menge Fragen zusammengesammelt. Ich fange mal an mit der am höchst bewerteten hier. Warum werden Geopackages genutzt und nicht zum Beispiel PostgreSQL oder PostGIS für die Datenhaltung? Sehr gute Frage. Das gibt einfach unsere Infrastruktur in der Stadt im Moment nicht her. Da ist es der sicherere Weg, auf Geopackages zurückzugreifen. Ja, definitiv verständlich. Wurden denn OSM-Daten innerhalb von Stuttgart auch schon jetzt nachbearbeitet, quasi, wenn Sie gemerkt haben, da ist irgendwas, stimmt was in der Karte nicht, bisschen Qualitätssicherung, oder war das vielleicht noch gar nicht nötig? Das war bislang noch nicht nötig. Also es wurde natürlich ja, die Qualität angeschaut des Straßennetzwerkes und geschaut, inwiefern das denn zu den restlichen amtlichen Datensätzen passt. Stichwort Topologie und genau korrekte Lage. Und genau, wenn da irgendwie Erfahrungen sind aus dem Publikum oder aus anderen Projekten, dann genau, sind wir dankbar für Ideen und für vielleicht konkrete Workflows. Bestimmt, jede neue schöne Karte auf OSM-Basis erweckt auch neue Bedürfnisse auf Mapper-Seite wahrscheinlich. Das ist immer schön zu sehen. Es wurden ja Daten gemischt, also amtliche Daten und OSM-Daten, also ganz unterschiedliche Lizenzen im Endeffekt. Hat das gut geklappt? Gab es da Probleme lizenzrechtlich oder war es problemlos für Sie durchführbar? Ja, da haben wir uns natürlich Input geholt, auch aus der OSM oder ja, FOSGIS-Community. Und da kann man gut unterscheiden. Da lohnen sich wirklich die Vorträge vom Herrn Scheidle bei der diesjährigen FOSGIS und auch bei der letztjährigen. Da kriegt man viele Infos darüber. Ich schließe direkt mal eine Frage von mir und ich habe vielleicht auch nicht richtig aufgepasst. Sind die Kacheln jetzt auch unter einer bestimmten Lizenz veröffentlicht? Also können andere die auch weiter verwenden? Das ist, glaube ich, soweit, also nicht als Creative Commons oder als irgendwie frei verfügbare Lizenz. Also bereitgestellt erstmal, genau. Okay. In die ähnliche Richtung geht die Frage, die auch hier ganz beliebt war, ob der Geosynchronizer, großartiger Name übrigens, ob der auch Open Source ist oder ob das vielleicht auch geplant wäre, in Zukunft den Open Source zu machen. Genau, das ist tatsächlich geplant und genau, es basiert alles auf verschiedenen Python-Skripten, die genau noch in gewissen Teilen noch etwas, ich sag mal, generalisierter werden müssen oder vergeneralisiert werden müssen und an gewissen Stellen noch dokumentiert werden müssen. Und dann ist es auch der Plan, das unter einer Open-Source-Lizenz zu veröffentlichen. Das klingt toll. Nächstes Jahr neuer Vortrag zum Geosynchronizer. Nix Synchronizer natürlich. Ja. Eine Frage, die eben noch aufkam, ich muss gerade mal wieder hochscrollen. Genau, so ein bisschen Definitionsfrage vielleicht. Sind Basiskarten nur Hintergrundkarten oder andersrum gefragt, ist die Karte jetzt, die ihr designt habt, nur als Hintergrundkarte gedacht oder wäre sie auch durchaus als Hauptkarte, sage ich mal, zum Angucken, wie es da aussieht, gedacht? Ja, wir haben schon versucht, den Spagat hinzubekommen, dass die Karte auch nur bei einer Adresssuche funktioniert und dass man sie auch allein und eigenständig benutzen kann. Toll. Gab es auch schon Feedback so ein bisschen von anderen, die jetzt da Daten draufgelegt haben vielleicht? Ja, ganz so weit sind wir noch nicht. Wir sind noch in den letzten Zügen der Entwicklung. Aber was die Kollegen in der Abteilung und im Amt uns zurückgespielt haben, war schon sehr positiv. Mhm.
Eine weitere Frage wäre noch, ich bombardiere euch jetzt mit Fragen, in welchem Intervall die Daten aktualisiert werden. In USM werden ja immer neue Daten eingespielt, die amtlichen Daten ändern sich ja auch. Gibt es da Prozesse? Wie oft läuft sowas durch? Ja, kam im Vortrag vor, aber ich wiederhole es gern. Wir aktualisieren die Geopackages einmal die Woche. Und dann quasi auch von null quasi, wenn es neu erstellt. Ja, das sind auch interne Python-Skripte, die da dann aus den verschiedenen Datenbanken das Geopackage zusammenstellen. Ja, danke schön. Dann hätten wir noch eine Frage. Wir hatten ja schon einen Vortrag von der ADV Smart, die auch mit Vektorteils jetzt anfangen oder generell die ADV fangen ja an, ein bisschen Dinge zusammenzuziehen. Gibt es da Unterschiede? Warum wurde jetzt noch eine Eigenentwicklung gemacht, quasi nur in Stuttgart? Ja, die ADV, das sind ja die Landesvermessungsämter und wir sind jetzt auf Kreisebene zuständig. Da gibt es natürlich nochmal andere Interessen. Dankeschön.